Warum schreien die Leute? Trainer, ich bin doch der Kapitän der Mannschaft. Ich kann noch so viel schreien. Keiner hört mir zu. Michel, folgende Geschichte passt dazu. Ein Weiser fragte seinen Schüler, warum schreien die Leute, wenn sie aufgebracht sind? Weil wir die Geduld verlieren. Deshalb schreien wir. Warum sollten wir schreien, wenn doch die andere Person neben uns ist, fragte der Weise. Kann man nicht leise mit ihm sprechen? Die Schüler antworteten etwas, aber nichts befriedigte den Weisen. Wenn zwei Personen aufeinander böse sind, entfernen sich ihre Herzen. Da die Entfernung größer wird, müssen sie schreien. Je böser sie sind, je größer wird der Abstand, je lauter müssen sie schreien, um sich auf dieser Entfernung hören zu können. Dann sagte der Weise, was geschieht, wenn zwei Personen sich verlieben? Sie schreien sich nicht an, sondern sie sprechen sanft miteinander. Warum? Ihre Herzen sind nahe. Und wenn sie sich mehr verlieben, was passiert dann? Sie sprechen nicht mehr, sie wispern nur noch. Schließlich ist nicht mal das Wispern notwendig, sie schauen sich nur an und das genügt schon, weil sie sich sehr lieben. Aufgabe: Solltet ihr diskutieren, dann sagt nicht Wörter, die euch entfernen können. Es kommt der Tag, wo die Entfernung zu groß wird und keiner mehr den anderen versteht, trotz größtem Gebrüll. Francis Scott Fitzgerald sagte, du kannst die Menschen mit Wörtern streicheln.